So. Hast du da noch dieses... Wie heißt das? Dass du nicht... Mensch, Otto, wie heißt denn das nochmal? Zölibat? Nein, ich bin evangelisch. Na Jan, da mach dir mal keine Sorgen. Feldmann ist versorgt. Der schnappt sich einfach russische Weiber. Mensch, Feldmann. Hätte ich gar nicht von dir erwartet. Kompanieführer braut sich wieder was zusammen. Irgendwo in dem Gebiet befindet sich eine russische Granatwerferstellung. Durch dieses verdammte Ding haben wir schon 4 Tote und 3 Verwundete zu beklagen. Das Ganze wird doch sicher wieder einen Stoß rum unternehmen. Dreimal darfst du raten, welcher Zug dran sein wird. Du bildest einen Stoßtrupp und schaltest dieses Ding aus. Beginn der Aktion ist um 7 Uhr deutsche Zeit. Wir sollten zuvor einen Spähtrupp entsenden. Wir wissen nicht, wie stark der Feind in diesem Gebiet ist. Nein. Wenn unser Spähtrupp entdeckt wird, verlieren wir unseren Überraschungsmoment. Ist gut. Das Warten auf einen Einsatz ist mir noch nicht schwer gefallen. Aber für die meisten ist es eine Qual. Sie haben sich noch nicht an die Angst gewöhnt. Wenn man im Kampf ist, wird man von ihr überwältigt. Wenn man hinter der Front ist, hat man Angst vor dem nächsten Einsatz. Man zählt die Tage, die Stunden, die Minuten.
Sergeant, Handgranate! Feuerschutz! Los, ran jetzt! Krüger, angreifen! Infanterie von links! Melde feindliche Granatwerferstellung ausgeschaltet. Sehr gut. Verluste? Zwei Mann. Domanski und Oberfeldwebel Lange. Martin. Die mangelnde Aufklärung. Der Feind war viel stärker als erwartet. Wegtreten. Theo, Erich, Lange. Man zählt die Namen. Wer wird der Nächste sein? Vielleicht ich?